Ja, hallo Freunde. Ich habe gelesen, dass ihr das ganz cool fandet. Diese flüsternde Stimme vom letzten Mal. Soll ich mal ein ASMR-Video machen? Ja, hier ist Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach. Und genau, wir gucken uns mal wieder eine Dating-Mail an. Okay, ja, Thema heute ist, ja, du kannst Dating-Prozesse letzten Endes nicht kontrollieren, auch wenn man es so gern möchte. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de stellen. Und genau, wieder Monatsanfang, so an zeitgebundenen Kursen geht diesen Monat los. Selbstliebe-Challenge Advanced und der Wohlfühlkurs. Und natürlich die Ausbildung jetzt auch bald. So, eine Zuschauerin, Anna Trefkula. Lieber Christian, ich wende mich heute mit einer aktuellen Situation an dich und hoffe, dass du von außen etwas Licht ins Dunkle bringen kannst. Ich bin nämlich noch sehr verwirrt über die Situation, in der ich gerade stecke. Vorab, ich bin weiblich, Mitte 30 und hatte in der Vergangenheit eher unsichere Beziehungen und co-abhängiges Verhalten. Nach meinem letzten Beziehungsversuch vor ein paar Jahren habe ich intensiv begonnen, mich mit meinem Bindungsmuster auseinanderzusetzen. Habe dich entdeckt und hatte nach einer längeren Datingpause und Durchstrecke im Juli einen interessanten Mann meinem Alltag kennengelernt. Also Juli, zählen wir nochmal. Jetzt ist Anfang November, also wieder die berühmten 100 Tage. Ne? Ich kann verweise immer wieder gern auf mein Video dazu, die 100 und die 200-Tage-Grenze. So. Das erste Date verlief sehr gut und es war für beide klar, dass wir uns wiedersehen wollen. Von da an hatten wir täglich, ihr könnt auch gerne mal dazu schreiben, wo ihr euch kennengelernt habt. Ihr könnt ja schon wieder wetten, dass es Online-Dating ist. Von da an hatten wir täglich Kontakt und haben uns einige Tage später fürs zweite Date verabredet. Ja, ich empfehle euch trotzdem immer wieder meinen Datingkurs, weil da gebe ich so ganz genauen Vorschlag, wie das so ablaufen sollte. Und das soll auch nicht nur das Dating erleichtern, also hier kommt ja auch leicht ins Dating, sondern auch ein bisschen filtern, ne? Zum Beispiel am Anfang nicht zu viel zu schreiben, gucken, ob der Mann am Start bleibt. Aber das sind jetzt alles nur so Details, müsste jetzt hier auch keine Rolle gespielt haben. Also ihr seid auf jeden Fall gut reingekommen. Haben uns einige Tage später fürs zweite Date verabredet, sind in einen langen Kinofilm gelandet und es hat sich überhaupt nicht seltsam angefühlt. Da es für ihn anderthalb Jahre nach der Trennung von einer längeren Beziehung war, haben wir relativ am Anfang darüber gesprochen, ob wir uns gerne Zeit nehmen wollen beim Kennenlernen. Kann ich schon nicht so richtig verstehen, warum. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Besonderes. Also du bist länger Single, er ist länger Single. Warum Zeit nehmen? Also wenn man entweder man findet sich hot und dann fällt man miteinander her. warum Zeit nehmen? Weiß ich mal nicht so richtig, aber vielleicht wolltest du das ja auch. Keine Ahnung. Aber klar, es gilt, ist natürlich auch immer wieder ein häufig gehörter und auch nicht falscher Ratschlag, langsam in eine Beziehung zu kommen. Das ist natürlich richtig. So, am dritten Date gab es den ersten Kuss und das erste Übernachtungsdate folgte einige Tage später. Also völlig normaler Start. Der erste Versuch, Sex zu haben, wurde damals leider durch meinen Hund etwas gestört. Ja, soll vorkommen. Gemeinsame Zeit hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben uns teilweise an 4 aufeinanderfolgenden Tagen gesehen und hatten in der Woche meistens 2 bis 3 Dates. Alles okay. Ich habe versucht, mögliche Red Flags frühzeitig zu finden, aber es gab keine. Ich habe zu dieser Zeit auch mit einem Zyklus von Social Freezing angefangen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Einfrieren von Eizellen, um sie unter Umständen, wenn man sich doch noch einen Kinderwunsch hat, dann wieder einpflanzen zu lassen. Genau. Und war darüber von Anfang an auch sehr offen mit ihm. Er kam damals mit über die Grenze, um meine Hormonspritzen zu besorgen und hat sich am Abend der Eizellenentnahme sehr lieb um mich gekümmert. Einige Wochen später musste ich beruflich verreisen und hatte niemand, der sich in der Zeit um meinen Hund kümmern konnte. Er hat sich von sich aus angeboten, dass er den Hund nehmen kann. Und für den Fall, dass er ins Büro fahren musste, werden seine Eltern bereit, den Hund zu übernehmen. Ja, also hat sich auch als bemüht gezeigt. Alles gut.
In der Zeit hat der Hund also nicht nur viel Zeit mit ihm verbracht, sondern auch Eltern und Freunde kennengelernt. Das war für mich ein großer Vertrauensbeweis. Und es gab mir wirklich Sicherheit, dass er es ernst meint. Ich hatte ihm das auch in einem Text mitgeteilt. Du bist echt ein Einhorn im Datingleben, total lieb und nett. Und du sagst, was du meinst, was du sagst. Es ist alles so einfach mit dir, danke dafür. Ja, bis hierhin war das ja auch so, ne? Das ist lieb von dir, ich kann mit Komplimenten halt total schwer umgehen, weiß aber, dass er gut zu schätzen und kann das nur so zurückgeben. Okay. Also ich würde mir das, glaube ich, in der idealen Welt wünschen, dass man so nach ein paar Wochen noch viel verknallter ist und sagt, oh, mega, ich finde dich auch hot, ich liebe dich. Aber manchmal ist es auch ein guter Start, wenn es so ein bisschen kontrollierter losgeht. Also bis hierhin würde ich immer noch sagen, alles fein. Dinge entwickeln sich also gut, total ruhig, ohne Störgefühle oder Chaos. Ende September hat er dann übers lange Wochenende Besuch von seinem ehemaligen Mitbewohner. Ja, also er tritt bei mir schon das erste Störgefühl auf. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber ich sag dir, was mir jetzt gerade im Kopf rumschwirrt, aber ich weiß nicht, warum. Also wir ahnen ja jetzt, dass gleich irgendwas schiefläuft, sonst würde man ja keine Mail schreiben. Und einer der häufigsten Gründe, dass irgendwas schiefläuft, sind Exen. Das ist einfach so, ne? Aber das ist jetzt frei fantasiert, nur ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt sage, aber ja. Vielleicht ist ja auch jemand anders gekommen, wir wissen es nicht. Beziehungsweise muss er auch nicht gekommen sein, vielleicht gab es irgendeinen Kontakt. Keine Ahnung, weil es jetzt danach irgendwie plötzlich bergab geht, glaube ich. So, also Wochenende Besuch von einem ehemaligen Mitbewohner. Klar, dass man da nicht ständig am Handy hängt, trotzdem hat er sich regelmäßig gemeldet. Ich war an dem Wochenende aber schon etwas unsicher, weil ich schon einmal die Erfahrung gemacht habe, dass sich ein potenzieller Partner nach einem Besuch von einem Freund nicht mehr meldet. Ja, vielleicht war es auch eine Ex-Freundin. Warum sollte man sich nicht mehr melden? Also ich habe das damals auch gelernt von meinem sehr coolen und bekannten Dating-Coach, das weiß ich auch noch mit irgendwelchen unsicheren oder komischen Dating-Situationen. Er meinte auch, ach, das ist bestimmt wieder der Ex am Start und war auch so, das ist immer so heute häufig so Grund, ne? Auch so für Ghosting und ja, aber wie gesagt, das sind jetzt nur so Fantasien von mir. Warum sollte man sich dann nicht mehr melden, ne? Direkt nach diesem Besuch war er dann leider krank, ja, und die regelmäßigen Updates und Nachrichten gingen entsprechend nicht wieder zu unserem normalen Kontaktverhalten zurück. Ja, also wir wollen ja, es gibt ja die vier, kriege jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber die vier großen Aspekte des Datings, da habe ich auch Videos zu gemacht und einer davon ist auf jeden Fall Kontinuität, ne? Also es ist kontinuierlich, Kontinuität und Progredienz, ich glaube, so heißt das Video auch, könnt ihr gerne googeln. Das heißt, es ist Dating verläuft kontinuierlich und streitet fort. Und das ist hier unterbrochen. Und das ist, leider ist das schon ein kleiner Red Flag. Rötes Flackchen. Und, weil warum sollte das so sein? Ich meine, wie viel, mal ganz ehrlich, selbst wenn du Fieber hast oder so, wie viel Energie kostet das? Oh, ich denke an dich, ich bin krank, ich melde mich. Aber der Kontakt muss ja nicht abreißen, deswegen so, ne? Schon gar nicht, wenn man wieder gesund ist. In den nächsten 7 Tagen gab es Nachrichten, dass es ihm wieder besser geht. Und zum ersten Mal Tage, an denen keine Nachrichten von ihm kamen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Dating-Prozess ist, nur weil man mal einen Tag nichts hört. So. Aber wir haben hier keine Progredienz, ne? Also das ist ja nicht... es wird plötzlich weniger und das ist mir sozusagen nach ein paar Wochen ist mir das auch auffällig, ne? Weil das ist dir ja auch auffällig. Also du hast scheinbar das berühmte schlechte Bauchgefühl und offensichtlich auch mit Recht irgendwie. Beim ersten Mal ist er dann gesundheitlich doch sehr angeschlagen gewesen. Beim zweiten Mal kam ein
Verwandter von ihm nach einem Unfall ins Krankenhaus. Dinge, die ich aber erst erfuhr, als ich ihn von meiner Unsicherheit getriggert angefragt habe. Ist ja völlig richtig, dass du dich da meldest. Und ja, das sind natürlich alles gute Begründungen, ne? Aber irgendwie letzten Endes, was zählt es auf dem Platz, sag ich mal immer, ne? Fakt ist, er meldet sich weniger, ne? Und weil das könnten ja auch alles Sachen sein, die zu mehr Nähe zwischen euch führen, dass er sagt, oh, hier, da ist jemand ins Krankenhaus gekommen und oh Mensch, kann ich mal eine halbe Stunde mit dir reden. Also du bist ja auch nicht in Anspruch genommen hier für ihn als Beziehungspartner und wie gesagt, er ist ja nicht verpflichtet für, aber dass das für dich jetzt irritierend ist, absolut verständlich, ne? Er meint, wir können gerne reden. Da ich ihm Zeit mit der Familie lassen wollte, habe ich mich dann 2 Tage später mit der Frage gemeldet, wann es denn passt. Also auf einmal ist auf jeden Fall die Luft raus, ne? Und du weißt nicht, warum. Kann man auch letztlich nicht wissen. Und das ist auch, worauf ich heute mal ein bisschen hinaus wollte. Selbst wenn die ersten Wochen alles richtig läuft, ist das keine Gewähr dafür, dass es weiter gut läuft. Ist es leider nicht irgendwie, ne? Und klar, man möchte das immer so kontrollieren, man möchte alles richtig machen, aber du kannst alles richtig machen und trotzdem geht es wieder auseinander, ne? Ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat. Ja. So, was kommt denn jetzt? Ist jetzt wieder der Wellensittich krank geworden? Oder haben Außerirdische die Autobahn gekapert? Wir wollen mal gucken. Wir haben uns dann verabredet, da war ich allerdings, also an dem Tag, wo ihr verabredet wart, war ich allerdings aus Rückreise von einer Dienstreise und kam deutlich später an, sodass er vorschlug, das Gespräch am nächsten Tag führen zu können. Dieses Mal kam ihm die Arbeit dazwischen. Ja, also man merkt einfach, es gibt ja diesen Spruch, wer nicht will, findet Gründe und wer will, findet einen Weg. Also es gibt es irgendwie noch geschliffener als Sprichwort, aber es ist, glaube ich, viel dran. Also im Endeffekt will er einfach nicht, ne? Und das Warum, das ist immer dieses, unser Gehirn möchte immer es verstehen, warum, ne? Und wenn er jetzt einen Grund liefern würde, das wäre schön irgendwie, ne? Wenn er jetzt sagen würde, ach, meine Ex ist wieder vorbeigekommen und ich habe doch wieder Gefühle und können uns leider nicht weitertreffen. Ja, traurig, aber dann weiß man warum. Und hier, da hängt man so fest, ne? Weil du kein Warum bekommst, aber du an dem Verhalten. Und ich, wie gesagt, ihr kennt mich ja, ich bin überhaupt kein Freund von Worten. Ich bin der Meinung, man sollte nur das Verhalten werten. Und du stellst natürlich hier richtigerweise fest, dass das Verhalten nicht stimmig ist, ne? Ja. So, er hat sich aber noch schriftlich gemeldet und meint, er meldet sich am nächsten Tag, bevor er mit seinen Kumpels wandern geht. Also für mich ist er auch, also entweder er ist auch erstaunlich viel mit anderen Menschen unterwegs, ne? Also, ich will jetzt nicht wieder den Teufel an die Wand malen, aber entweder er hatte schon irgendwas anderes am Laufen, wie gesagt, oder die Ex ist wieder da, oder er priorisiert andere Menschen als dich. Wie gesagt, das darf er alles machen, nur dass es nicht, also erstmal wird das dann nicht klar kommunizieren und das ist an sich schon mal, ist dann doch, wie gesagt, eine Red Flag. Oder aber, ihr habt völlig andere Vorstellungen von Beziehungen und dann passt es eben einfach nicht, ne? Deswegen sagen die in SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous, sagen die immer, ja, guck dir immer nur das nächste Date an, ne? Man sagt, die versuchen ja immer aus diesem Fantasiemodus rauszuholen, ne? Ach, jetzt habe ich den Mann fürs Leben, jetzt habe ich das Einhorn getroffen, da würden die immer gegen angehen, die würden dann sagen, nee, okay, das Date war gut, gucken wir mal, wie es nächste wird. Das Date war gut, gucken wir mal, wie es nächste wird. Und jetzt ist eben, nee, jetzt ist es nicht mehr gut. Und es ist letztlich ein verschwendeter Gedankenkraft, sage ich mal, zu überlegen, warum und wieso. Ich meine, das ist total menschlich, ne? Aber eigentlich ist es verschwendete Gedankenkraft, anstatt einfach festzustellen, ja, offensichtlich stehe ich auf seiner Prioritätenliste auf Platz 738 und du sprichst, sowas ist jetzt mehrfach versucht anzusprechen und dann ist der Drops eigentlich gelutscht irgendwie. Und dann würde ich auch empfehlen, Standards und Dealbreaker, ne? Modul 1, wenn ihr neu bei mir seid, und Programmierung des Liebeschips, ein wichtiger Punkt in dem Modul, in dem auch noch viel mehr Sachen sind. Okay, unterbrochener Datingprozess, ich bin keine Prio.
Obwohl man schon die Seele aus dem Leib gefügelt haben. Nee, hab ich keinen Bock drauf, ne? Fertig. Trennungskompetenz, am besten immer vor 3 Monaten trennen, dann tut's nicht so weh. Und fertig. Natürlich sollte man das Gespräch suchen, aber das machst du ja schon, ne? So, ich habe ihm vorgeschlagen, dass ich am nächsten Tag bei ihm vorbeifahren könnte, da ich eh in seiner Heimatstadt vorbeifahren müsste. Es kam leider keine Antwort und die Nachricht wurde tags darauf nicht gelesen. Also Leute, selbst wenn ihr mir jetzt sagt, Christian, du bist ja viel zu streng und nein, das ist nur, weil mal jemand, der Kumpel ist da und der Wellensittich ist krank und ich weiß nicht. Wie gesagt, Außerirdischen haben die Straße aufgerissen vorm Haus und er konnte ich nicht besuchen. Musste doch verstehen. Leute, wenn mir jemand, mit dem ich SEX hatte, mit dem ich länger zugange bin, wenn er eine Nachricht von mir nicht liest in 24 Stunden, ist der für mich gestorben. Wirklich, sorry, das passiert einfach nicht. Also ich sag dann immer, stell dir vor, was weiß ich, Beyoncé wird dir schreiben oder was weiß ich, wer da gerade berühmt ist. Ja, würdest du auch nicht antworten oder so? Nee, natürlich, das heißt einfach, du bist mir einfach nicht wichtig in diesem Moment, ne? Das ist so, ach ja, Nachricht, oh Gott, ja, hier mein Cousin 5. Grades und von dem der Hausmeister hat mir auch geschrieben. Ach, habe ich weitergescrollt, keine Ahnung, vergessen. Keine Priorität, tut weh, aber ist leider Realität so, ne? Jetzt können wir uns natürlich ausmalen, ja, Krankenhaus, Verwandter krank, wer weiß, was da los ist. Aber wie gesagt, das wäre alles eine Chance gewesen, seine neue Freundin, weiß nicht, habt ihr da überhaupt drüber gesprochen, weiß ich nicht, mit einzubinden, das Gespräch zu suchen, sich trösten lassen zu lassen von dir oder irgendwie in Kontakt zu halten, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ne? Und es gibt überhaupt keinen Grund, dich zu ignorieren. Ne? Das muss man schon mal echt ganz klar sagen. Ne? So. Gut, ich vermute mal, es geht jetzt so weiter. So, also das wäre für mich definitiv der Punkt gewesen, das Ganze zu beenden. Definitiv, ne? So, auf der Fahrt darauf war, jetzt springt da ein Bindungssystem an, ne? Habe ich versucht, ihn zu erreichen, ging dies die Mailbox ran, Rückruf gab es nicht. Ja, zweite Dealbreaker, auch am Montag blieb das Handy still. Aber an diesem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, ob ich geghostet werde. Am Abend nochmal versucht, ihn zu erreichen. Kam heraus, dass der Verwandte nochmal ins Krankenhaus musste und er auf der Arbeit nach seinem Krankheitsbedingungsausfall sehr viel Stress hatte. Und ich dann nicht so in seinem Kopf bin, wie ich es vielleicht sein sollte. Ja, übersetzt, Gefühle sind schon wieder weg, wenn sie überhaupt hier da waren. Und das muss man jetzt nicht werten, sondern das kann man einfach nur hinnehmen und den Typen dann nexten. Fertig, ne? Ganz kühl und einfach ergebnisorientiert, ne? Wüsste nicht, was man da noch machen sollte. Ich hatte ihm daraufhin schon gedacht, dass er unser Kennenlernen beenden will und hatte da schon eine Frage am Telefon fallen lassen. Er hätte in dem Moment nur noch Ja sagen müssen. Ja, das ist ja immer so, also man möchte diese Aufmerksamkeit, möchte man ja immer gerne noch mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal eine heute Nacht und so. Und dann, das heißt so dieses Sagen so, nee, das, aber ich meine, ich finde das, wie gesagt, ich gebe keinen Grund, hier den auf den Podest zu stellen. Das ist einfach unfair, was er da macht und ja. Aber das so sind halt viele Menschen, ist vielleicht auch menschlich. Ja, dann lässt man es irgendwie weiterlaufen, falls man doch mal noch irgendwie Langeweile hat und so. Und so diese, ach nee, jetzt das beenden und dann ist es ja ganz vorbei. Und wer weiß, vielleicht sehe ich das ja in 5 Wochen anders. Und das will man dann auch wieder nicht. Aber das ist nicht dein Problem, ne? Also du bekommst ja, das ist jetzt weit weg von den Zielen, die du hast. Und du bist ja auch nicht gut behandelt worden. Und es gibt einfach keinen Grund, das fortzusetzen, denke ich, ne? Er hatte deswegen auch noch keinen Kopf für meinen Gesprächswunsch. Ja, also Prio bist du auf jeden Fall ganz weit unten. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir das Ganze einfach ein paar Tage runterfahren. Er dadurch ein paar Tage Zeit für sich gewinnen, wir einfach schauen. Ist immer noch sehr lieb und nett von dir. Aber ich glaube, das
hätte man sich auch sparen können jetzt. Das hat er auch verneint, weil er gern wissen wollte, wie mein geplanter Wochenendtrip am Wochenende verläuft. An und für sich ein gutes Gespräch, worauf ich mir wieder Hoffnung gemacht hatte, ihm etwas häufiger zu hören. Am Donnerstag auf dem Weg zu Freunden habe ich ihm viel Erfolg für ein anstehendes Personalgespräch gewünscht, worauf ein Dankeschön zurückkam. Ja, also du bist engagiert, er gar nicht. Ne? Meine Frage, wie das Gespräch denn lief, blieb es heute unbeantwortet. Also das vermute man war jetzt letzte Woche. Eine Woche unbeantwortet. Ja, sorry, das ist gut. Tut mir echt total leid für dich, aber das ist schon Ghosten eigentlich. Und sorry, ich finde das einfach, ich finde es richtig asozial, sag ich dir ganz ehrlich, ich finde es richtig asozial. Gut, ich sag dazu am Ende nochmal was. Nun bin ich maximal verwirrt und unsicher, ob er mich tatsächlich geghostet hat. Oh, ja, offensichtlich. Oder ob er noch mehr Zeit braucht. Wie lange dauert es, eine SMS zu schreiben? Ich würde mal behaupten, oder eine WhatsApp. Weiß nicht, keine 5 Sekunden, sorry. Das gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Ich frage mich ständig, was ich in den letzten Monaten übersehen habe. Nur nix. Oder ob es einfach schlechtes Timing ist. Hey, du, das ist so. Ihr seid über die 3-Monats-Grenze nicht rausgekommen. Ist scheiße, ist schade. Next, ne? Und gar nicht so lange aufhalten. Also was willst du denn hier analysieren? Also ich finde, du solltest analysieren, warum du da noch festhältst. Und wenn du sagst, du bist auch so ein bisschen pluspolig, vielleicht hast du nicht so ein sicheres Bindungsmuster. Und wenn jemand, das ist ja fürs Bindungsmuster so Hochstress, ne? Wenn sich jemand nicht mehr meldet. Und dann gehen ja so, könnt ihr jetzt innere Kind nennen oder was weiß ich, ist auch wurscht. Schlägt natürlich total Alarm, oh Gott, was ist denn jetzt los? Will eben das irgendwie kontrollieren, man meldet sich dann ganz viel und ist ja auch ein Stück weit wirklich normal, aber da können wir schon nochmal gucken, ob du da nicht zu sehr, ja, sagen wir mal, in so einem inneren Kind bist, wo was schon geguckt hat, wieso melden sich hier Mami und Papi nicht, warum werde ich nicht beachtet? Weil du könntest da viel, das ist ja einer meiner häufigsten Tipps, den ich gebe, du könntest da viel kühler drauf reagieren. Ne? Viel, viel kühler und das wäre meiner Ansicht nach angemessen. Also meiner Ansicht nach ist es für die meisten von euch wichtiger, gesunde Grenzen zu haben, als immer wieder neue Chancen zu geben und immer wieder neu zu fragen und letztlich dann auch hinterher zu laufen. So, ne? Also ich denke, du bist dir mehr wert als ein Typ, der nicht mal auf eine SMS antworten kann. Also mehr kann ich dazu echt nicht sagen eigentlich. Ja, aber ich würde es abhaken. Also natürlich kannst du jetzt überlegen, okay, was sollte der mir zeigen? Was will das Universum? Was ist der Arschengel da an ihm sozusagen? Was kann man alles machen? Kannst dir aber auch einfach sagen, ja, okay, war eine nette Zeit. Keine Ahnung, was in ihm vorgeht, habe ich keinen Bock drauf. Nicht viel Zeit verloren. Ist ja auch, wenn du jetzt Social Freezing machst, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann Kinder kriegen, ist das hier Beziehungsmaterial definitiv nicht. Also von daher wenig Zeit verloren, schnell ausgesiebt, könnte man dich sogar für beglückwünschen. Und ja, weiter, ne? Aber so geghostet werden ist schon, wie gesagt, also ich denke, das kann man schon Ghosting nennen, ist einfach ekelhaft, ne? Sorry, aber das. Ja, es gibt ja so Tricks, wie man die Leute dann wieder in Kontakt bringt, aber ich frage mich mal, wofür. Ich meine, ich hätte da auch mal ein Video drüber gemacht. Kannst du auch mal googeln. Wofür? Meine Unsicherheit wächst und ich frage mich ständig, das haben wir schon gemacht, kann und soll ich mich bei ihm nochmals melden? Also ich kann dir das, du kannst das gerne machen, aber man will da immer noch so einen Abschluss haben, aber den gibt es halt oft nicht, ne? Also ich würde die Nummer löschen. Ich werde aus heutiger Sicht, glaube ich, total krass, war ich aber früher auch nicht, sage ich auch ganz ehrlich. Heute würde ich einfach Nummer löschen und denken, ey, kannst du mich mal? Und ich glaube, ich wäre jetzt heute auch an so einem Punkt, wo ich das wirklich so umswitchen könnte und denken, kannst du mich mal? Also natürlich tut das weh und man denkt sich, ah, was für ein A-Loch irgendwie, aber letzten Endes weiß man es ja auch nicht, vielleicht ist irgendeine völlig, aber ich glaube das nicht, ich glaube, das sind Gründe, die du nicht kennst, also natürlich kann man jetzt so einen Case ausmalen, wo seine ganze Familie ist tot umgefallen und da muss sich um alles kümmern, aber ja, dann hätte er auch keine Zeit für eine Beziehung und wie gesagt,
die Energie haben, sich zu melden, das sollte, die sollte wirklich jeder haben, ne? Also wirklich, gerade heutzutage, ne? Ich würde es nicht machen. Ich fühle mich nun sehr ernüchtert. Ja, und es ist gut, nüchtern zu daten. Das ist ja auch der Sinn von meiner Arbeit hier, nüchtern zu daten. Das heißt, ihr guckt nur von Date zu Date. Also ihr geht von nichts Schlechtem aus, ihr geht von nichts Gutem aus, ihr versucht immer im Moment zu bleiben und die Fantasiemaschine auszulassen. Ne? Genau. Ich fühle mich ernüchtert, dass es trotz der positiven Anfang und tollen ersten 3 Monaten nun wirklich zwischen den 100 und 200 Tagen scheitern soll. Da scheitern die meisten Beziehungen. Du musst dir da überhaupt jetzt nicht sagen, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Also immerhin bist du schnell wieder raus. Du hast jetzt nicht monatelang eine toxische Beziehung geführt. Also es ist alles gut. Also es ist natürlich scheiße, aber es ist irgendwo ist auch alles gut. Es ist immer nur wichtig, dass man nicht lange in Sachen bleibt, die einem nicht gut tun. Und das hättest du auf jeden Fall geschafft. Und dann kommt auch schon wieder der nächste Bus mit dem Mann angerauscht. Und da ist es vielleicht wieder einen Tacken besser. Ne? Was kann ich hier für die Zukunft mitnehmen? Mehr im Moment bleiben. Und noch, ich würde dich wirklich bitten, härtere Grenzen zu haben. Ne? Wie verarbeite ich die Situation, wenn von ihm tatsächlich nichts mehr kommt? Ja, wie gesagt, ich habe da auch mal ein Ghosting-Video zugemacht. Das ist natürlich eine Belastung für die Psyche. Aber ich denke auch, der wird sich schon nochmal irgendwann melden. Aber, also viele würden ihn auch blocken. Das heißt, viele Frauen würden ihn auch blocken hier. Würden noch gar nichts mehr von ihm hören wollen. Also wenn du jetzt ständig wartest darauf, ob er sich meldet, dann würde ich dir auch raten, ihn zu blocken. Und ich meine, er weiß ja, wo du wohnst. Also wenn er, kann der einen Brief schreiben oder was. Und ich würde wirklich innerlich, ich würde vielleicht Modul 0 machen, Liebeskummer-Modul, und wirklich so switchen. Hat mir nicht gut getan, fertig. Und ja, also ihr wollt mit jemandem, der euch ghostet, mit dem solche Leuten wollt ihr nichts zu tun haben, nichts. Also die haben so viele eigene Issues, dass die euch wirklich nur mit reinziehen irgendwie. Und ja, mehr würde ich da auch nicht machen. Ne? Ja, hoffe, es hilft dir weiter. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Tipps in den Kommentaren. Und macht die folgenden Kurse. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ne? Ciao, ihr Lieben. So.